Moin, moin, Leute! Und ein herzlich willkommen hier zu Lego Herr der Ringe. Ja, ich weiß, es ist nicht meine übliche Begrüßung für euch. Aber ich komme gerade frisch aus dem Norden von Deutschland, ne? Doch, kann man das mal sagen. Na gut, ich krieg den Dialekt nicht hin. Ich krieg nur meinen scheiß Ostdialekt hin. Aber macht ja nichts. Nee, ich habe meinen Freund besucht und da komme ich gerade frisch aus dem Norden. Ja, und mit dem Hochwasser und alles so. Und da hat die Bahn natürlich... Ach, egal. Ich glaube, ich würde darüber nur rummeckern. Wir haben hier noch mehr viel zu tun, viel zu tun, viel zu tun. Wir müssen hier mal die Wetterspitze erkunden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal los. Und gucke mal, was uns da auf der Wetterspitze erwartet. Ja, Kenner des Films werden es wissen, aber die, die es nicht kennen, ja, die lassen sich mal überraschen. So, wir lassen das Bild mal wieder fertig zeichnen. Ich überspringe das jetzt nicht, das ist nämlich so schick. Hier werden wir heute Nacht rasten. Die sind für euch. Tragt sie stets bei euch. Ich werde mich ein wenig umsehen. Bleibt hier. Was ist mit dem zweiten Frühstück? Lol. Es ist dunkel und der Typ will ein zweites Frühstück haben. Okay, wir sollen ihm also ein zweites Frühstück machen. Also wir brauchen erstmal Holz. Und damit hätten wir auch schon unser erstes. So, ich sammle einfach mal weiter. So, wir brauchen Holz für das Feuer. Holz für das Feuer. Wachs und Gedeihe. Was haben wir hier? Oh, Tomaten. Lecker, lecker, lecker. Und da können wir die Tomate auch noch gleich aufheben. Reine die Pfanne damit. Ja, Frodo sollten wir lieber nicht wach machen. Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Aber die Rucksäcke können wir kaputt machen. Okay, hier muss geangelt werden. Das mache ich später. Das kann ich hier nicht schieben. Aber hier machen wir mal das Pflänzchen kaputt. Da kriegen wir bestimmt noch ein bisschen Holz hinaus. Ja. Holz. So, dreimal brauchen wir es. Aber ich glaube, ich lege erstmal ab. B. 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 Genau. So. Und dann lassen wir hier einfach mal Mary angeln. Ah ne, wir haben jetzt gerade Pippin. Mary, angel mal bitte. Ein Stiefel, Holz oder irgendwas, sowas in der Art. So. Oh, kein Feuerwerk. Mann, ich werde immer schlechter. Warum werde ich denn so schlecht? Oder vielleicht sehen wir das einfach nur nicht. Genau, ich gehe mal davon aus, wir sehen das nur nicht. So. Wow, na, das hat auch ordentlich geklappt. Und da haben wir einen schönen Fisch. Für unsere Pfanne. Nein, damit. Wir brauchen aber immer noch Holz. Komm, wir gehen da oben Holz suchen. So, ah, sehr schön. Da können wir auch den Stein da wegschieben. Ich glaube, so kommen wir auch in unser drittes Holz hinein, heran. Oder auch nicht. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist da oben eigentlich gar kein Holz, das ist was anderes. Na, wir lassen uns einfach mal... Ah, doch, hier ist es doch. Doch, doch, doch. Na also, her mit Holz. So, einmal hier rüber gekraxelt. Ups. Ja, und da haben wir auch schon unsere dritte Zutat für unser leckeres Essen. Ein auf den Boden zerschelltes Omelett. Lecker. So, damit haben wir unser Feuerchen. Dann holen wir mal unseren Sammy Boy. Denn der holt uns jetzt hier das Ei noch hinein. Also Fisch, Tomate und Ei, oh, ist jetzt so eine Mischung. Ja, kann man essen. Und dann schlägt er noch mit der vollbeladenen Pfanne auf den Baum drauf. Klasse, Sam. Mit der vollbeladenen Pfanne. Guck mal, wie schön er damit schlagen kann, ohne dass irgendwas rausfällt. Das ist die Wunderpfanne 3500. Ja, da fällt kein Essen mehr raus, Leute. Die könnt ihr schlagen, damit könnt ihr eure Oma verprügeln. Damit klappt alles und da, das Essen bleibt da drin warm und unangetastet, Mensch. Kauft sie jetzt die Wunderpfanne 3500 für nur 59,99. Und wenn ihr sofort anruft, kriegt ihr hier diese tolle Lego-Figur, die ich jetzt kaputt machen werde. Gratis dazu. Nee, natürlich nicht. So ein Scheiß, ey. Na gut, wir machen mal das Feuerchen an, dass hier unserem Pipi nicht verhungert. Der fällt ja gleich um, so wie er da steht. Und dann braten wir mal ein bisschen. Tomate, Sam? Was macht ihr denn da? Tomaten, Würstchen und knuspriger Speck. Mach das auf, ihr Tölpel! Mach das aus! Na wunderbar. Asche auf meinen Tomaten.
Oh oh. Tja, Leute, da haben wir wohl ordentlich Scheiße gebaut, würde ich sagen. Wir hätten das, glaube ich, lieber... Wir hätten Pippin einfach verhungern lassen sollen, glaube ich. Und ich speichere mal schnell. Oh Gott, jetzt haben wir die Nazgul angezogen. Ich sage ja, wir sollen Frodo lieber nicht wecken. Der verdirbt uns so den Spaß. Und warum kann ich die Blume nicht kaputt schlagen? Mensch, das fängt ja hier schon an wie bei Legend of Zelda, wo ich die Krüge nicht zerschlagen kann. Ah, keine Leute, Sorge. Keine Sorge, Leute, das ist alles durchgeskriptet hier. Wir haben mehr als genug Zeit. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen was kaputt machen. Ich muss sogar was kaputt machen, damit wir hier eine Brücke bauen können. Kaputt. Gehe kaputt. So, und hier kann ich noch nicht rein. Die haben so ein bisschen Angst im Dunkeln, die Lego-Männchen. Deswegen werden wir mal schnell die Brücke bauen. Finde ich auch so cool, wie der die baut. Und plopp. Swoop. Eine dolle Brücke. Wie aus dem Bilderbuch. Vor allem, was sie gesagt haben. Tomaten, gegrillte Würstchen, knuspriger Speck. Wo hatten die da die Würstchen her? Und den Speck? Es gab ja nur Fisch und Tomaten und Ei. Also, Pippin, da hast du irgendwas falsch verstanden. Und er kennt sich nicht so mit Lebensmitteln aus. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal hier von den Nazgul fliehen. Das andere ist jetzt erstmal alles nebensächlich. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht schlagen. Mit meiner Wunderpfanne 5000. Nee, 3500. Ja, nur nimm schon. Ach, der kann nur einen aufnehmen, oder was? Ja, hier einmal hin, bitte. Na gut. Und den anderen auch noch. Warum spiele ich eigentlich Sam? Ich weiß es nicht. Ich mag Sam noch gar nicht. Wer von euch ist... Welcher Charakter ist eigentlich euer Liebling, Leute? Erzählt's mir mal. Schreibt es doch in die Kommentare. Muss auch nicht gerade ein Charakter sein, den ich gerade spielen kann. Kann auch einer sein, den alle eh kennen, weil die meisten sowieso den Film kennen. Also mein Lieblingscharakter ist ja wirklich Legolas. Den finde ich richtig knorke. Und Gimli, der ist natürlich auch mit seinen Witzen, also unschlagbar, der Typ. Deswegen spiele ich den, glaube ich, auch so gerne hier. Schalte A gedrückt. Ja, ich halte A gedrückt. Schalte A doch immer gedrückt. So, jetzt möchte ich hier mal rüber, bitte. Ugh, kann ich nicht. Ich bin so klein. Warum bin ich so klein? Komm, ein Versuch noch. Die Nazgul sind doch aber auf dem Weg. Ist egal. Na gut. Dann hauen wir hier einfach mal ab. Wobei ich die Befürchtung habe, dass ich nicht Frodo hier unten brauche, sondern Sam. Ich glaube, hier in der... Mission brauchen wir Sam sehr oft. Ja, wir brauchen Sam. Also bitte zurück. Oder ich hole einfach Sam runter. Frodo wird schon hinterherkommen. Hallo. Ich möchte da rein. Achso, Frodo kommt gerade uns entgegen. Das ist quasi nur ein Ein-Personenschacht. Kann man ja auch erstmal haben. So, B bitte. Burn. Wurzel, burn. Gut. Ja, genau. Da lag auch noch Dynamit darunter, dass sie die Steine weggesprengt hat. Genau. Das ist ja wieder... Oh, Dorn. Auf die man vielleicht nicht gehen sollte. Okay, hier komme ich, glaube ich, nicht hoch. Oder doch? Nee, hier komme ich nicht hoch. Gut, merken, nicht auf die Dornen treten. Das macht doll Aua. Das macht richtig doll Aua. Ach ja, hier die, So, jetzt müssen wir hier noch hier... Okay. Was war das jetzt? Eigentlich müssten wir da jetzt... Hätten wir dazu zweit hängen müssen, aber... Anscheinend hatte sich da doch schon jemand draufgehangen. Ohne dass mein Zutun... Ohne dass ich da irgendwas mitmachen konnte. Ich wollte auch die Stats da oben holen hier. Arschlöcher. Ich hoffe, der Balken bricht unter dir zusammen. Mann. Huch. Hab ich jetzt irgendwo verpasst? Ich habe gerade das Gefühl. Nö. Nö. Können ja eh noch nicht viel machen. Dafür haben wir noch nicht genug Charaktere, um hier alles zu holen. Ich versuche natürlich hier wieder den wahren Abenteurer zu ergattern. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich weiß gar nicht, ob es mir in meinem Privatspiel gelungen ist. Ich bräuchte Sam.
Wo ist denn der Typ? Traut er sich nicht über die Plank oder was, weil du so fett bist? Ach, Sam. Dämlicher, fetter Hobbit. Könnte ich eigentlich auch mal den Spruch bringen, ne? Dämlicher, fetter Hobbit. So, und da zerbörnen wir mal wieder ein paar Wurzeln, die uns den Weg versperren. Ah, und sie geben uns ein paar Klettergerüste frei. Juhu, wie im Kindergarten. Ach gut, können wir gleich bei Sam bleiben. Ich wusste doch, dass es hier wirklich viel mit Sam zu tun hat. Was ist jetzt mit dem Spiel los? Hallo? Ja, irgendwie spinnt gerade mein Spiel, Leute. Das tut mir jetzt natürlich leid. Ich werde mal schnell die Aufnahme unterbrechen und danach geht's gleich weiter. Hallo Leute, willkommen zurück. So, ich habe das Spiel neu gestartet, habe meinen Computer neu, nicht aufgesetzt. Okay, dann vor Schreck habe ich jetzt hier noch das Satz verloren, scheiße. Ich habe den Computer neu gestartet und jetzt scheint es zu funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, was da los war. Ich hoffe, es funktioniert auch weiter. Ich bin da jetzt so ein bisschen skeptisch, aber okay, wir machen einfach mal weiter. Ja, das, was ihr denn nicht gesehen habt, ist, dass hier so eine schöne Pflanze entstanden ist. Sieht eigentlich voll cool aus. Warum habe ich die nicht länger bewundert? Ach, Mensch. Oh, okay, hier komme ich nicht rüber. Oder doch? Nee, ich riskiere es lieber nicht. Und da ist auch schon die dritte Blume, oder? Yay. Okay, weiter geht's. Auf nach oben. Nein! So, jetzt müssen wir uns hier um zwei Dinge kümmern. Oh, wir sind gerade hier, Frodo. In der, wie nenne ich denn das? Schattenwelt? Böse Welt? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend sollen wir hier ein paar Feuerchen anmachen. Wir bauen das hier mal auf. Und wir sollten vielleicht auch uns nicht von den bösen Nazgul hier tappen lassen. So, ich wechsle mal, glaube ich, zu Sammy Boy. Und er sollte hier mal ein paar Feuerchen anmachen, glaube ich. Das wäre ganz toll. Weil diese bösen Nazgul mögen nämlich kein Feuer. Nee, das mögen sie nicht, wie ihr seht. Wir sollten uns da auch beeilen. Weil sie nämlich auch die ganzen Feuerstellen wieder kaputt machen können. Wenn sie das möchten, geh weg. Du sollst ja auf den Busch gehen, Sam. So, wir ignorieren Frodo jetzt mal einfach ganz gekonnt. Oh, du sollst ja... Bau auf, schnell, bevor der das wieder kaputt macht. Ja, diese bösen Nazgul machen das nämlich wieder kaputt. Da, jetzt fängt er nämlich an. Mann, blöder Nazgul, geh weg. Jetzt mach. Mach. Mach hin. Oh, geh weg hier. Verschwinde. So, ich hoffe, wir haben ihn jetzt weit genug weggetrieben, dass ich jetzt nicht mal Zeit habe, das scheiß Feuer anzumachen. Und dann wird er nämlich weggeschreckt, wie die hier langlaufen. So, genau so habe ich mir das vorgestellt. So, das nächste bitte. Schneller, Sam. Wir haben nicht ewig Zeit. Schneller. Sam, bitte. Ja, danke schön. Ich glaube, ich gehe da hinten mal speichern an der Speicherstatue. Wie gesagt, Frodo interessiert mich gerade nicht. Der kann sich schon selber verteidigen. Und ich will die Blume haben. Ich bin nämlich immer noch kein wahrer Abenteurer. Das dauert ja ewig. Oh, ich sollte mal wechseln zu Frodo. Sagt mir hier das... Oh, Gut, ich sollte Frodo vielleicht doch nicht ignorieren. Ansonsten kriege ich hier so ein dezentes... hier Piepe. Oh, hier ist noch ein Busch. Busch. Kaputt. Geh kaputt. Ich möchte das hier schieben, bitte. Schieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür
Sam unbedingt brauche oder nicht oder keine Ahnung, aber wir brauchen anscheinend hier noch zwei Feuerchen. Deswegen werde ich jetzt hier mal... Wir bauen das mal zusammen. Und dann werde ich mal schnell wechseln. Sam? Wo war denn das jetzt? Und warum blinkt das jetzt? Geh weg hier! So, jetzt so einmal drauf. Ja, ist gut. Ich weiß, dass du mich warnen willst, dass hier Frodo gleich am Abkratzen. Also, so langsam kriege ich echt Zustände. Hallo, verschwinde! Verschwinde! Ich möchte hier nur ein Feuerchen machen. Mehr möchte ich doch nie. Wo ist denn das Problem? Mach hin, mach hin, mach hin! Ja! Na also. So, und jetzt das doch schnell. Ist mir jetzt egal, Frodo. Das muss Frodo aufbauen. Da müssen wir doch mal schnell zu Frodo wechseln. Ja, Frodo, bitte. Ach, ich hab Sam ausgewählt gehabt. Oh, ich krieg schon wieder Arthritis in meinem Daumen. Ja, komm. Ach, geh doch. So, jetzt bau das hier mal bitte auf. Wärst du so lieb? So, und jetzt schnell zusammen wechseln. Ja, ja. Mache Feuer! Los, mache hinne, mache hinne, mache hinne, mache hinne, mache hinne! Geht doch! Ich bin stolz auf dich, Sam. Das gibt's doch nicht! Jetzt hier die blöden Viecher kaputt machen. Mit der Fackel. Aufbauen, 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 aufbauen. Und haut ab. Ihr verschwindet. So, verschwinde. So, Sammy Boy, du bist dran. Mache bitte Feuer. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Schneller. Geht hoch. So, jetzt bitte hier dran eine Fackel anzünden. Und damit. Oh, eine Fackel anzünden. Au! Oh, ich bin tot. Wie bin ich jetzt gestorben? Hallo? Oh, schnell einsammeln, einsammeln, einsammeln. Au! Das ist doch nicht wahr hier. Rüst doch mal bitte die blöde Fackel aus. So, hier jetzt bitte. Zack. So, dann müssen wir jetzt hier... Wo? Mach hin. Da kommt gerade ein Nashol-Typi. Weg. Weg. Oh. Was haben wir hier? Eine Fackel. In einem... Okay. So, einmal angezündet. Oh, ein Nazgul. Wieder weniger. La. Oh, hier ist noch einer. Den nehmen wir mal auf. Wo ist noch eine Statuette? Da. Verschwindet. So, einmal eine Fackel aufgenommen. Oh, jetzt aber hin. Ah! Wieso? Ich bin doch hier voll am... Leben angezündet. So, es sind nur noch zwei. Da war es auch noch nur einer. Wo ist denn hier jetzt der nächste Stein? Da ist er. Ich hab so ein bisschen eilig. Wie ihr merkt. Der Part ist nämlich bald vorbei. Ah! Geh weg! Oh, jetzt auch schnell die Stats eingesammelt. Hallo! Reiß dich doch mal am Riemen hier. So, ist aber schnell hier. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. Hihihihi. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. So. Oh, Entschuldigung, Sam, ich wollte dich eigentlich gar nicht. Streicher! Hilf ihm, Streicher! Er ist durch eine Morgul-Klinge verletzt worden. Dazu reicht meine Heilkunst nicht aus. Er braucht elbische Arznei. Habt ihr das gehört? Wir werden Elben sehen. Streicher! So Leute, und damit haben wir das Level abgeschlossen und ich bin kein wahrer Abenteurer geworden. Mal gucken, wen haben wir denn freigeschaltet? Aragorn? Sonst noch wer?
Nee, nur Unbekannte, nur das klicken wir mal weg. Ja, ich bin eh kein Abenteurer. Das wurmt mich gerade. Hier haben wir eh nichts geschafft. Und das gibt einen Mithrisstein fürs Level abgeschlossen. Naja, die Ausbeute hätte besser sein können. Aber ich bin ja erstmal froh, dass das Spiel erstmal weiterläuft. So, wir machen jetzt natürlich weiter hier in der Geschichte. Und ein schöner Ladebildschirm. Jetzt mach hin, der Part ist gleich vorbei. Frodo. Arwen. Wer ist sie? Es schwindet. Sie ist eine Elbenfrau. Seit 2 Tagen suche ich nach euch. Wohin bringt ihr ihn? Wir müssen ihn zu meinem Vater bringen. Frodo Fir, Ayatra Donni hier, Turgwad Nin, Biryatahor. Ich habe keine Furcht vor ihm. Wie ist Lin? Yeah, und damit haben wir Arwen. Mensch, die ist ja richtig toll angeritten gekommen. Aber Leute, ihr seht an der Zeit, wir müssen den Part jetzt leider beenden. Also dann, wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao. Können wir Frodo retten? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ciao, Leute.